Valencia, schön und gut, aber der FC Barcelona, das ist eben eine andere Hausnummer. Und er schaut mich an und sagt, du hast aber keine leichte Aufgabe ausgesucht, Herr Burger. Er hat Fußspuren hinterlassen, aber eher negative. Laura inspiriert und das heute unter dem Motto Viva la Liga, denn wir haben für euch eine Legendenelf von österreichischen Spielern in Spanien zusammengestellt und da hatten wir gleich mal auf der Torhüterposition im Grunde wenig Auswahl, Harald. Aber wir haben mit Otto Konrad einen würdigen Vertreter gefunden. Definitiv, obwohl seine Zeit in Spanien jetzt überschaubar gut war. Man erinnert sich noch heute an ihn. Ja, aber das eben wirklich aus einer negativen Erinnerung aus, wenn man Spanier fragt oder eben auch ehemalige Fans oder Fans von Real Saragossa. Dort hat er nämlich von 1997 bis 1999 gespielt und das Debüt, das ging gleich mal aber fett in die Hose. 1:5 im Vicente Calderón gegen Atletico Madrid. Und das hat, du hast es letztens rausgesagt, die Marca hat sich erst unlängst in einer Schlagzeile darauf bezogen, oder? Ist schon ein paar Jahre her, aber da hat Bono nämlich damals noch für Real Saragossa im Tor, hat nämlich auch ein ähnlich schlechtes Debüt gegeben und die Marca hat dann getitelt, Bono hat einen Otto Konrad gemacht. So in die Richtung. Also er hat Fußspuren hinterlassen, aber eher negative. Und Otto Konrad hat fast schon Tradition. Otto Konrad wird im Tor stehen von Dingen getroffen, oder? Das ist schon strange. Also zweimal im Grunde in seiner Karriere, eben nicht nur im Champions League-Spiel gegen AC Milan, sondern auch gegen Athletic Bilbao. Und da war noch eine Spur wild, als gegen Milan, wo ihn eine Wasserflasche getroffen hat, nämlich da war sein Feuerwerkskörper. Und er hat Verbrennungen ersten und zweiten Grades im Gesicht erlitten, vor allem am rechten Augenlid. Und ich brauche das nicht. Ich auch nicht, aber ich glaube, er hat eine oder zwei Wochen dann später hat auch schon wieder gespielt. Also es sind zumindest keine bleibenden Schäden hinterlassen worden. Dennoch, seine Zeit in Spanien wenig erfolgreich. 45 Gegentore in 28 Spielen. Vor Otto Konrad setzen wir auf unser bewährtes, fast schon 3-4-3-System. Den Beginn in der Defensive macht dabei Philipp Lienhardt, im Grunde nie in La Liga gekickt, aber er war ganz nah dran. Bei Real Madrid ist 2014 aus dem Nachwuchs des SK Rapid zu Real Madrid gewechselt. Der junge Mann hat damals eine Lehre als Bürokaufmann gemacht und ich meine, wie geil muss das sein, wenn du als Lehrling zu deinem Chef gehst und sagst, ich kündige, weil ich spiele jetzt für Real Madrid. Und da hat er einen ziemlich prominenten Trainer gehabt. Also der hat unter Zinedine Zidane gespielt, gemeinsam an der Seite von einem damals noch wenig bekannten Federico Valverde oder einem Hakimi oder eben auch mit dem Sohn von Zinedine Zidane, nämlich Enzo Zidane und Martin Odegaard. Martin Odegaard, über 40 Spiele gemeinsam mit Martin Odegaard gemacht. Ja, also da hat er schon sehr prominente Kollegen auch gehabt bei Real Madrid Castilla. Er saß dann des Öfteren auch auf der Ersatzbank bei der Kampfmannschaft. Einmal kam er zum Einsatz, wir haben schon darüber gesprochen, dieses eine Copa del Rey Spiel, das dann schlussendlich annulliert wurde. Genau, weil Cheryshev davor eingesetzt wurde, der eigentlich nicht spielen hätte dürfen. So ist es. Neben Lienhardt ein weiterer Ex-Rapidler mit Maxi Wöber. Der wechselte 2019 von Ajax nach Sevilla. Es wurde aber im Grunde nur ein kurzes Abenteuer in Andalusien. Ja, verletzungsbedingt sehr wenig Spiele gemacht und dann in der Transferzeit darauf. Ich glaube, damals hat er dann Monchi, der Wöber noch geholt hat von Ajax, hat dann Sevilla verlassen, wenn ich das recht im Kopf habe. Dann haben sie den gesamten Kader umgekrempelt und Maxi Wöber hat irgendwie überhaupt keine Rolle mehr gespielt, hat das rechtzeitig erkannt und ist zum FC Red Bull Salzburg gewechselt. Nur 8 Spiele für den FC Sevilla gemacht und dann eben, wie du schon erwähnt hast, nach Salzburg gewechselt. Wir komplettieren unsere Dreierabwehr mit dem aktuell einzigen Österreicher in La Liga, nämlich David Alaba. Der tauschte 2021 das Mir Sam Mir mit Hala Madrid, obwohl er ja eigentlich Bock auf Wisca Barca hätte. Genau, gibt es ja Uli Hoeneß Zitat dazu. Uli Hoeneß hat gesagt, David Alaba hat mir mal erzählt, mein Traum ist es immer noch mal in Barcelona zu spielen.
Da habe ich zu ihm gesagt, willst du da mit dem Präsidenten oder mit dem Insolvenzverwalter verhandeln? Ja, aber da hat er trotzdem die Strahlkraft des ganz großen FC Barcelona ein bisschen unterschätzt. Man, im Grunde ist es dann Real Madrid geworden. Ja. Aber trotzdem. David Alaba wird nicht mehr für Barca spielen. Das glaube ich auch, aber ich finde es trotzdem, dass Uli Hoeneß da ein bisschen mit dem Feuer spielt. Ich glaube, das ist immer auch wieder so eine strange Beziehung zu diesen zwei großen spanischen Vereinen, denn im Grunde hätte er gern dieses Standing gehabt mit dem FC Bayern, aber da kommen die Bayern, ganz ehrlich, da kommen sie nie ran. Es ist komplett egal, was passieren wird, oder? Sehe ich auch so. Das ist Barca, das ist Real. Wir werden auf jeden Fall in unserer Ansapanier etwas offensiver. Für das Mittelfeld reisen wir zunächst wieder zurück in die 90er Jahre und treffen dort auf einen alten Bekannten, Harald. Didi Kübauer, der ins Baskenland gewechselt ist, zur Real Sociedad San Sebastian. Und war der zweite Ex-Rapidler binnen kürzester Zeit, der dort gelandet ist, weil kurz davor hat er schon Markus Bürk dort gespielt. Genau, 2 oder 3 Jahre, glaube ich, davor. Didi Kübauer hatte auf jeden Fall einen sehr schwierigen Start, auch im Baskenland, war so als Neuer nicht unbedingt willkommen und hatte auch mit Verletzungssorgen zu kämpfen, aber er hat sich durchgesetzt. Ja, da war er ein paar Wochen dort, hat er sich das Schlüsselbein gebrochen, zum 5. Mal in seiner Karriere. Ich meine, war eher die Achillessehne, das Schlüsselbein. Und überhaupt eine schwierige Zeit für Didi Kübauer gewesen. Er ist ja damals aus Österreich, also von Rapid ins Baskenland gewechselt. Zu diesem Zeitpunkt ist seine Frau Michaela im Koma gelegen nach einem Autounfall, als sie ihn vom Flughafen Schwechat abholen wollte. Ist in einen Unfall verwickelt worden, ist dann im Koma gelegen. Didi Kübauer ist dann ins Baskenland gewechselt, weil er gesagt hat, er kann jetzt gerade eh wenig für sie tun. Und ich glaube, hat einfach weg müssen von dieser ganzen Situation da in Österreich. Und seine Frau ist dann gestorben im September, also wenige Wochen nachdem Kübauer ins Baskenland gewechselt ist, und das sogar beim Spiel zwischen Real Madrid und Real Sociedad im ausverkauften Bernabeu eine Trauerminute gegeben für Michaela Kübauer. Im Grunde ein neues Leben, was da gestartet ist damals für Didi Kübauer. Er wurde von den Real Sociedad-Fans ja auch Don Didi gerufen und gegen Real Madrid hat auch eines seiner 2 Tore erzielt, nämlich beim 4:2-Sieg gegen die Königlichen. Für unseren nächsten Kicker geht's noch weiter zurück in die Vergangenheit. 70er Jahre. Abgebender Verein, Wacker Innsbruck, aufnehmender Verein, FC Valencia. 9 Millionen Schilling. Rekordablöse damals. Ja. Kurt Jara. Erste Auslandsstation, 22 Jahre jung damals. Und sein damaliger Trainer, Real-Legende Alfredo Di Stefano. Wahnsinn eigentlich. Wirklich Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. War der dritte Österreicher, glaube ich. Nach Friedrich Hollaus und Helmut Zenekovic, ja? Genau. Und Zenekovic genauso wie Ernst Happel auch als Trainer. Davor schon in Spanien gearbeitet. Kurt Jara, Spielmacher mit einem starken linken Fuß, hat 2 gute Saisonen in Valencia verbracht. Zwei Saisonen, ja, vielleicht für Kurt Jara, aber für den Verein war es das war alles andere als erfolgreich, diese Zeit damals für Valencia, nämlich nur Platz 10 und Platz 12, die bis dato schlechteste Platzierung der Clubgeschichte. Ich glaube, 20 Jahre später hat man das sogar noch getoppt, aber damals, das war schon eine schwierige Zeit. Später ist er aber dann auch noch sehr, hat er noch sehr viele Erfolge Jahre in Deutschland und auch in der Schweiz gehabt, Kurt Jara. Unser nächster Pick ist so ein bisschen auch in unsere Elf reingerutscht, finde ich, denn im Mittelfeld hatten wir eine überschaubare Auswahl zur Verfügung. Wir hätten eigentlich mit 7 Stürmern spielen müssen. Ja, ey, wenn du denkst, Thomas Baretz, wir haben... ist Verratung nicht, wen wir haben. Ja, Entschuldigung, ja, alles klar. Also, wer ist denn unser nächster zentraler Mittelfeldspieler? Naja, Peter Adner. Hat bei Hercules Alicante gespielt von 1996 bis 1997. Der hat aber auch ein paar gute Geschichten davon zu erzählen, über diese Zeit. Genau, mit 30 Jahren erst ins Ausland gewechselt, ähnlich zu Otto Konrad. Otto Konrad war ja damals 32 Jahre schon alt, als er in Saragossa angeheuert hat. Ist zu Alicante gewechselt, das war der damalige Aufsteiger. Genau. Und dann auch gleich wieder Absteiger.
Ja, ich meine, es war einfach nicht erfolgreich. Ich meine, du bist 1996 aufgestiegen, haben sie den ganzen Kader, den ganzen Verein ein bisschen umgekrempelt und dann eben gleich wohl eh wieder zurück. Aber aktuell in der vierten Liga. Also haben mindestens einmal den Trainer gewechselt. Peter Hartner ist mit keinem einzigen seiner Trainer dort zurecht gekommen, hat auch sein Geld nicht so richtig regelmäßig bezahlt bekommen und ist dann irgendwie hat den Vertrag dann nach einem Jahr, wo es eigentlich zwei hätten sein sollen, aufgelöst und im Nachhinein hat er dann zumindest für das eine Jahr das Geld bekommen. Ich glaube, die waren auch froh, dass sie ihn von der Payroll runter hatten. Aber viel spannender, was in seinem Hotel, in dem er gelebt hat, widerfahren ist, oder? So ist es. Das ist schon kurios. Eine witzige Anekdote. Er hauste damals zu Beginn seiner Zeit in Alicante, nämlich gemeinsam mit seiner Frau Ursula in einem 5-Sterne-Hotel. Und zu jenem Zeitpunkt hat auch Diego Armando Maradona mal so einen Zwischenstopp gemacht in Alicante, eben in diesem 5-Sterne-Hotel. Und da hat das Hotel im Grunde die ganze Etage, wo Maradona gehaust hat, gesperrt. Bis auf das Zimmer von Peter Hartner. Und Peter Hartner hat sich zunächst gedacht, ja cool, ja, zumindest muss ich jetzt ja nicht umziehen wegen Maradona. Aber das war dann im Nachhinein doch eher eine depperte Entscheidung, denn da hätte er ein bisschen eine ruhigere Nacht gehabt, denn Diego Maradona hat scheinbar wirklich die komplette Nacht mit seiner Entourage auch durchgefeiert. Peter Hartner hat mal rausgeschaut, hat da nur ein paar böse Blicke von bulligen Securities und Bodyguards bekommen und dann hat er sich wieder zurückgezogen und hat einfach die Nacht laufen lassen. Ohne Schlaf im Grunde und im Grunde trotzdem eine geile Geschichte, oder? Dass du gemeinsam auf einer Etage mit Maradona bist. Voll. Maradona war dort, um seine Suchtprobleme behandeln zu lassen. Also das, das war vielleicht eher ein, wie heißt es jetzt, fehlt mir da, ein Exorzismus. Ein Exorzismus in dieser Richtung, aber sportlich war es wenig erfolgreich, die Zeit von Peter Hartner bei Hercules Alicante. 13 Spiele, ein Remis, 11 Niederlagen, nur ein Sieg, aber der ist dafür legendär eigentlich. Auswärts beim FC Barcelona. Ja, kann man doch auch mal dann in seinen Lebenslauf reinschreiben. Einen Platz haben wir im Mittelfeld noch offen und den bekommt Andy Ivancic von 2013 bis 2015 bei Levante und der lernte gleich mal die ganze Härte der katalanischen Fußballpower kennen zum Debüt. 0-7 gegen den FC Barcelona. Ich kann mich noch gut erinnern, damals noch La Liga, auch live bei uns gelaufen. Es war wirklich eine Machtdemonstration vom FC Barcelona. Levante generell immer so ein bisschen auch die graue Maus der Primera Division gewesen. Noch immer, würde ich jetzt einmal sagen, gemeinsam mit Getafe. Da war die Hütte nicht immer voll und auch in Getafe ist sie nicht immer voll. Und dennoch, der hat da schon auch eine gute Zeit erlebt, hatte eine gute Phase, 5 Tore in 51 Spielen und nach diesem missglückten Debüt 2 Wochen später erstes Tor, Last-Minute-Treffer in der 94. Minute zum Sieg gegen Rayo Vallecano 2015. Dann weiter zu den Seattle Sounders. Glaubst du, wird sein Sohn auch in der Liga schaffen? Ja, ich würde es mir wünschen. Großes Talent in der Akademie vom FC Red Bull Salzburg. Kann ich mir schon vorstellen. Also ja, Ivancic. Wenn er auch die Begeisterung für den spanischen Fußball weiter vererbt hat, wieso nicht, dass wir bald mal wieder einen Ivancic auch in der Liga sehen werden. So, Defensive und Mittelfeld stehen. Weiter geht's mit dem Offensivtrio und den Start macht der Goleador höchstpersönlich Hans Krankl. Nach der WM 1978 wechselte er zu Barca, obwohl er fast woanders unterschrieben hätte. Genau, Valencia war sich ja zumindest mit dem SK Rapid und so ziemlich allen einig, nur Hans Krankl hat da halt nie irgendwo eine Unterschrift drunter gesetzt. Ja, scheinbar, ich meine, das war noch während der Weltmeisterschaft in Argentinien, gab es den ersten Kontakt zwischen Valencia und Rapid, die waren sich einig, da hat es schon einen Vorvertrag gegeben, aber im Grunde hätte Krankl diesen Vertrag noch unterschreiben müssen. Sein damaliger Berater hat dann nach seiner Rückkehr gesagt, du, da kommt jetzt ein Angebot von Barca. Hans Krankl hat das zunächst nicht geglaubt. Hat dann aber bemerkt, du, die meinen das echt ernst und dann war auch klar, Entschuldigung, Valencia, schön und gut, aber der FC Barcelona, das ist eben eine andere Hausnummer und der hat dann auch abgeliefert in Katalonien, Harald. 29. Saisontore, Torschützenkönig, Europacup-Sieger im Finale gegen Fortuna Düsseldorf getroffen und ich meine ganz ehrlich, stell dir das heute mal vor, ein österreichischer Spieler als Torschützenkönig im Trikot des FC Barcelona. Das ist ja unvorstellbar, oder? Pichichi de la Liga, Harald. Nach wie vor ein YouTube-Klassiker, Hans Krankl auf Spanisch. Keine Ahnung, was er sonst redet, aber
immer dieses Pichichi della Liga, oder? Erkennst du das überhaupt? Ja, ja. Finde ich schon gut. Aber die Zeit in Barcelona, die war unterm Strich dann doch sehr kurz. Sie war sehr kurz, weil er sich vor allem mit der Trainer Joaquim Rife dann zerstritten hat. Und ich glaube, wir waren dann, Bernd Schuster war irgendwie der neue Star. Und da hat es dann nicht mehr ganz so geklappt irgendwie. Und ja, zunächst glaube ich eher so ein Machtspiel zwischen, ich glaube, Rife wird da sogar ausgesprochen, okay. Rife und Krankl, dass Krankl dann schlussendlich verloren hat. Dann ist er an die Wiener ausgeliehen worden, ist mit denen im Grunde abgestiegen, zurück nach Barcelona, neuer Trainer, neuer Start, aber auch da schneller Trainerwechsel und später hat sich der neue Trainer, mir fällt jetzt leider nicht der Name ein, hat sich dann eher für Bernd Schuster entschieden, damals 20 Jahre, glaube ich, jung, Bernd Schuster, und es hat eben auch noch eine Ausländerregelung gegeben. Ich glaube, maximal 2 Ausländer hätten damals spielen dürfen. Und Hans Krankl war sich dann mit dem AC Milan einig und hat last minute kalte Füße gekriegt und ist zum SK Rapid zurückgekehrt. Also wieso hat er kalte Füße bekommen? Ja, weil er dann irgendwie doch sich gedacht hat, naja, geht nach Wien. Ich meine, weil da stellt er das einmal vor. Jetzt, Entschuldigung, ganz kurz, um das Ganze noch einmal zu rekapitulieren. Ja. Du bist österreichischer Fußballer, wirst Torschützen und Europacup-Sieger beim FC Barcelona, wechselst dann zurück nach Österreich zur Vienna und steigst ab mit denen. Ja. Gehst dann zurück zu Barca, dort haut es irgendwie nicht hin, bist du dann mit Milan einig und gehst halt dann zu Rapid. Ja, es war eine, ich glaube, das war eine Entscheidung des grünen Herzens von Hans Krankl, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber im Nachhinein gelegentlich als großen Fehler bezeichnet. Aber ja, verstehe ich. Also, ich meine, der hätte schon eine geile Ära auch prägen können in den 80ern von AC Milan. Aber egal, so bleibt er eben auch immer auch auf ewig eine absolute Rapid-Legende, wäre aber ohne die zweite Ära, glaube ich, auch geblieben. So, im Sturm geht es kultig weiter mit dem torgefährlichsten Spieler dieser Hansa-Panier. 83 Treffer in 181 La Liga-Spielen. Toni Polster funktionierte in Spanien schon besser als in Italien. Richtig. War ja davor, ist von der Austria zum FC Torino gewechselt, 1987. Hat damals übrigens schon Angebot vom FC Sevilla gehabt, hat sich aber für Turin entschieden. Ja, so? Also Entschuldigung, wie war der Wechsel? Genau. Ja, Italien. Weißt du, Italien ist halt Italien. Ja, genau deswegen. Aber egal. Ja, hat nicht ganz so gepasst, auch mit der Geschäftsführung immer wieder Probleme gehabt, ist dann nach Spanien gewechselt und hat ja dort dann in 3 Jahren für 3 Clubs gespielt, nämlich für Sevilla, für Logroñés und für Rayo Vallecano und er hat für alle 3 genetzt. Unfassbar. Premierensaison in Andalusien gleich mal 9-mal getroffen und dann in der zweiten Spielzeit 33 Tore. Platz 2 in der Torschützenliste hinter FC Linz-Legende Hugo Sanchez. Dass sich der dann auch mal auf dem Weg Richtung Österreich aufmacht, das hätte man zu jenem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht, hätte man sich nicht vorstellen können. Aber er war dann eben auch bei Logroñés, oder wie hast du das jetzt ausgesprochen? Logroñés, hätte ich gesagt. Logroñés und Rayo Vallecano, generell ganz großer Kultverein in Spanien, Rayo, jeweils mit 14 Toren. Also da hat er auch nochmal richtig abgeliefert. Aber auch er stand vor einem Wechsel zu einer noch größeren Mannschaft. Offenbar waren Real Madrid und auch Atletico Madrid interessiert. Und auch hier wieder Probleme bei der Ausländerbeschränkung und daher Toni Polster eben nicht bei den Königlichen oder Atletico. Stell dir das vor, also wenn du jetzt schon das rekapituliert hast, Hans Krankl, ein Toni Polster bei Real Madrid, ein Königlicher. Ja, aber Toni Polster wäre genau der Typ für Real Madrid gewesen. Wäre er wirklich? Wäre ja. Echt Toni Polster mehr ja. Real Madrid und ja. Nicht FC Barcelona? Nein, Toni Polster ist in meinen Augen mit der Goldkette, mit dem Kreuzerl drauf. Toni Polster ist ein Real Madrid-Spieler. Ja, stimmt schon. Ja, das stimmt. Athletik hätte ich mir aber auch vorstellen können. Aber da mit Diego Simeone, wo er dann wirklich da mit der Aufgabe reinkommt, einfach nur zu netzen. Habe ich erzählt, ganz kurz, dass ich mal gegen Toni Polster gespielt habe. Du? Ja. Wieso? Ich meine, das kann kein Promi-Kickerl gewesen sein, weil ich war auch dabei, aber es war halt irgendwie Promi gegen Journalisten aus, weil ich keine Ahnung, wie ich da in diese Mannschaft reingutscht bin. Es war FAC-Platz, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe gesagt, ja, ich mache einen Verteidiger, passt schon. Und es ist Auflage und ich, alter Mantiker, wie ich bin, dann nehme ich halt Toni Polster an und er schaut mich an und sagt,
Da hast du aber keine leichte Aufgabe ausgesucht, Heidburger. So schlagfertig. Es war dann auch ungefähr so, ja. Ich habe nicht viele Bälle gesehen. Ja, aber schon eine der ganz großen Qualitäten. Musste aber auch nicht viel laufen. Ja, das verstehe ich auch. Aber ich finde es ja, ich meine, eine der ganz großen Qualitäten von Toni Polster ist ja schon sein Mundwerk, diese Schlagfertigkeit. Wie hat er die im Grunde in Italien und Spanien ausspielen können? Ich weiß nicht, wie stark der der spanischen Sprache oder italienisch mächtig war. Ja, ich glaube, Spanien, da war er lang genug, dass er es wirklich gut gelernt hat, italienisch. Könnte eng werden. Aber dann eben auch noch ganz viele kultige Interviews als Köln- und Gladbach-Spieler abgeliefert. Blitzgenesser, auch das kann man gleich mal schnell googeln bzw. YouTuben. Auch ein Klassiker der deutschen Bundesliga damals. So, und zum Abschluss unserer Elf darf er natürlich nicht fehlen. Andy Ogris erzielte für Espanyol in 29 Spielen 4 Tore und hat damit eine bessere Torquote als Eden Hazard vorzuweisen, denn der brauchte für 4 Tore 54 Spiele. Also Andy Ogris besser als Eden Hazard, würde ich sagen. Mhm. Andy Ogris nach der WM 1990, wo er ein Tor geschossen hat gegen die USA, nach Barcelona gewechselt zu Espanyol. Und damals haben 3 österreichische Nationalteamstürmer in La Liga gestürmt. Nämlich eben Toni Polster, Andy Ogris und Gerhard Rotax, der dann zu Atletico Madrid gewechselt ist. Große Zeit österreichische Spieler in La Liga. Und auf Toni Polster traf er auch gleich zum Auftakt seiner Espanyol-Zeit. Und das war sehr erfolgreich, dieses Debüt. Genau, 4:0 gewonnen, Andy Ogris, ein Tor, ein Assist. Traum. Die Krone titelte damals auch von einem Rekordtransfer laut spanischen Zeitungen. Fast 40 Millionen Schilling waren im Gespräch, 2,9 Millionen Euro umgerechnet. Zunächst war es nur ein Leihvertrag, knapp 1 Million Euro überwies Espanyol an die Austria. Dann wollte man eigentlich Ogris auch behalten, aber die Austria wollte das Geld sofort, nicht in Raten. Und deswegen ging er wieder zurück. Jože Walter war, wie Jože Walter halt war. Und wenn der für sich was in den Kopf gesetzt hat, dann war das halt auch so. Ja, bitter. Ich glaube nämlich, dass er schon auch noch eine coole Zeit in Spanien erlebt hätte. Also, und auch wenn man jetzt mit Andy Ogris über diese Zeit spricht, die Geschichte ist im Grunde nicht auserzählt gewesen. Ja, von Andy Ogris. Das habe ich auch, ja. In Spanien. Tja, und damit steht es im Grunde. Wer fehlt uns jetzt noch, ganz kurz? Thomas Baritz. Ja, Kurt Welzel. Kurt Welzel. Wir haben einen Markus Pürk, den wir nicht mitgenommen haben im Grunde. Wir haben einen, wo habe ich denn das alles aufgeschrieben? Yusuf Demir. Yusuf Demir ist natürlich auch nicht, aber Rodax haben wir nicht dabei. Ja, Rodax haben wir schon erwähnt. Senekovic. Ja, Helmut Senekovic, richtig. Auch große, unfassbar. Müssen wir mal extra was machen für den. Zu dem. Ja, aber ganz ehrlich, welchen Stürmer willst du da jetzt rausnehmen? Fragen wir unsere User, würden sie anders aufstellen, dann bitte rein damit in den Kommentaren, beziehungsweise generell, was sollen wir als nächstes planieren? Rein damit in die Kommentare. Wir sind dankbar für jede Idee. Das war's aber von dieser Episode. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Low Lines paniert.